Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, würde ich mich über ein Like und ein Subscribe freuen. Und ansonsten würde ich sagen, steigen wir wieder ein. Wir waren zuletzt dabei, dass wir hier im Underdark diese Festung des Glaubens, nenne ich es jetzt mal, verteidigt haben. Und mir ist nicht ganz klar geworden, wie ich es hinkriege, dass ich den Typen aufwecke. Der hat irgendwie, ich habe da was gefunden, also ich habe einen Check geschafft. Da ist mir aufgefallen, dass der irgendwie schwielige Finger hat, aber ich weiß noch nicht, was ich davon machen kann. Wir wurden auch gesegnet, Segen von Sloon. Dadurch sind wir jetzt, glaube ich, durch das Schattenfell weniger anfällig. Und wir hatten, glaube ich, generell auch noch den... Hatten wir nicht noch das Thema mit dem Licht? Bin ich nicht sowieso von Licht umgeben? Schild der Hingabe. Moment, das ist neu, oder? Beistand. Flammen erzeugen? Ne, das meinte ich auch nicht. Bis zu lang rast. Schwörungszaubertrick. Man hast du es halt in der Hand, ne? Das will ich eigentlich gar nicht. Okay, du hast aber nur noch ein Stufe 1 Zauberplätze. Du hast keinen Wurf mehr. Du hast noch Zauberplätze. Stufe 1. Ich wusste übrigens nicht, dass ich von ihm die Klasse wechseln kann. Das habe ich komplett verkackt. RIP. Wir haben auch keine kurzen Rasten mehr. Ich würde sagen, einen Kampf schaffen wir eigentlich schon noch. Würde ich sagen. Er könnte eine Harfe gespielt haben, aber keiner von euch. Kennt keinen von euch sagen, spiele mal zu den. Glad you were here to take him down. Oh, seid ihr alle nett zu mir jetzt? Stimmt, klar, weil ich euch verteidigt habe. Hast du noch was für mich dafür? Deswegen? See if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. Okay, lass mich mal eure Ware sehen. Ich glaube, brauchen hatte ich nichts mehr davon, ne? Das gibt mir halt die Möglichkeit, Feuerball zu casten und Feuerpfeil. Und Pfeil des Humanoidentöters und Farben. Hatten wir nicht. Wir haben einen Umhang des Schutzes, aber ich sehe keinen Umhang. Doch, ich sehe da hinten einen Umhang, vergiss es. Hut des unbefangenen Kushigo. Schaden beim waffenlosen Angriff bewirkt, erhält er bis zu Ende des Zuges einen Bonus von plus 1 auf seinen Zauberrettungs-SG. Ich glaube, wir hatten hier das alles schon durchgeguckt, ne, was den Damage so angeht. Der ist ein bisschen geiler, tatsächlich hier. Weil der andere ja nur beim Maximal, wenn er maximal 50% deiner Treffpunkte hat, macht er extra Damage. 1d12 plus 4. Ist halt eigentlich 5 bis 16. 5 bis 16 macht er normalerweise und der macht 6 bis 17 immer. Und kann er noch einen. Aber ich finde, das thematisch passt die Waffe zum Barbar besser. Die blutige Zweihandaxt. Ansonsten die mittlere. Moment, weißt du, warum ist das ausgerüstet von Ben? Genau, sonst hast du nämlich mit der mittleren Rüstung schon was richtig Fettes, weil wir haben das ja geschmiedet. Da sind wir, glaube ich, gerade ein bisschen über dem Power-Level. Und leichte Rüstung haben wir, glaube ich, sonst nirgendwo. Ja, da habe ich die Goggleholzer-Rüstung plus 2, die haben, glaube ich, auch hier gekauft. Genau. Schutz vor Geschossen. Kampf mit zwei Waffen. Ist alles nicht so ein Thema für uns. Und eine Kleidung, die die Stärke verbessert, wäre, glaube ich, nichts für uns. Das wäre eher sowas für einen Monk. Deswegen machen wir das nicht. Wir gehen mal wieder raus. So, die Frage ist, wo gehen wir denn hin? Finde Schutz vor der Schatten... Was? Was ist denn los? Hallo? You mean to reach Moonrise. And I have orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep, even a torch cannot quell it. Okay. Yet the cultists have found a way to move freely. Ja, das müssen wir noch rausfinden. Stimmt, das war auch noch. You must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word and we fly. Okay, befallen wir den Konvoi. Nee, ich würde jetzt nicht in den. Nee, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit. But don't tarry. The
the greater the opportunity, the shorter its visit. Okay, das heißt, wir müssen dann doch eine lange Rast machen. Dann müssen wir doch eine lange Rast machen und alles aufladen. Irgendjemand was zu sagen, bevor wir... Du hast was zu sagen. Was geht denn ab? This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect praying ground for a devil, who offers a way out for those who sign on the dotted line. Wie kommst du jetzt darauf? I hope we end up seeing our friend Raphael. Ach so, den haben wir doch getroffen. Er ist ganz lustig und nützlich, wenn wir vorsichtig sind. Warum wollt ihr ihn treffen? Help me find him, and you'll find out. When I was das war Thema schon. Taken to his house, I was caught off guard. But now, now I know what to ask for. Wir haben ihn aber getroffen. Das wird euer Begräbnis sein, aber warum nicht? Perfect. I knew you would understand. Okay, jetzt haben wir zugestimmt, dass er den Tybi fragen darf. Bin mir noch nicht sicher, ob das eine smarte Idee war. Ja, sonst kann ich keiner was zu erzählen. Na, dann nehme ich mir jetzt auch nicht die Zeit, mit euch allen zu reden, ehrlich gesagt. Ja. Let's rest. Auto auswählen. 42 ist immer noch zu viel. Wer macht denn sowas? Immer die ganze Zeit brauchen wir einen Lagervorrat. Kann ich das sortieren irgendwie nach wie viel die ihm geben? Nee, ne? 15, 4, 6 geben die. Dann nehmen wir doch mal so einen Schweinekopf für 4. Irgendwann doch jetzt wohl noch 3 haben. Stapel teilen. Das sind 4. Ich will das perfekt machen. 4. Wir haben überall immer nur 4. So. 15. 7. Jetzt haben wir wieder 5. Stapel teilen, wir nehmen einen runter. Dann sind wir bei 40, so. Lange Rast. Gib ein paar Schweinsköpfe. You look at this place. Such a pastoral escape. Oh. Free of predators. Hallo. Annoyances. Obligations. One. Accepted, of course. We made a bargain, sweet stuff. And I've come to collect. Uh-oh. Ich bezahle nichts und ihr verlasst euer Lager lebend. Baba, warum reden die denn? Hä? Warum reden die denn mit ihr und nicht mit mir? Ihr könnt lebendig fortgehen oder euch über ein Lagerfeuer rüsten. Ja gut, dann hier Karlach, du verteidigst uns. Let's go. 20. Oh shit. Oh, yes! Könnt verschwinden und wir werden euch nicht über dem Lagerfeuer rüsten. That's a fight I may not win. Pity too. I found an ale that would pair nicely with your marrow. Alas, I must find another's bones to crack. Okay, der mag uns nicht mehr. Den haben wir zu lange hingehalten. Fand er doof. Ja, okay. Wie gesagt, fand er wohl doof. Ich wollte aber eigentlich auf lange Rast drücken. Spannend, dass wenn man die zu lange hinhält, dass er das beschissen findet. Cool. Ich mag das Spiel, worauf das alles reagiert. Teufelsherz? Was? Moment. Teufelsherz. Dunkelheit, Teufelsherz.
Dämon hat vielleicht eure Pläne für Kalas Herz, wir sollten ihn... Was? Dämon hat vielleicht neue Pläne für Kalas Herz, wir sollten ihn fragen. Okay. Das, what? Warum? Okay, dann gehen wir nochmal zu Dämon. Das war doch der Schmied hier. Jetzt haben wir nur noch das. Ich mach mal mein Tierreden wieder an. Und... dich? Wer hatte von uns Licht zum Casten? Du hast Beistand, in Schatten gehüllt, unsichtbar. Donnerwoge. Hab ich das? Nee, hab ich nicht. Ich dachte, irgendjemand von uns kann Licht machen. Linkes Geschoss, Wunden heilen, spirituelle Schwache, Blindheit, Gebete heilen, Schutzgeister, Fluch brechen. Tageslicht sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir hier unten sind. Das ist nämlich das da. Statt Fluch brechen, Tageslicht. Weil ich denke tatsächlich, dass es hier Gegner geben wird, die dagegen allergisch reagieren. Ein Gegenstand, damit er leuchtet wie die Sonne oder beschwöre eine Sphäre aus Sonnenlicht, die alle Dunkelheit und. Ich glaube, das haben wir gecastet einmal, ne? Deswegen, wir hatten es noch nicht mehr dabei. Ja. So, wir wollten mit dir reden. Nein, nicht mit dir. Let's move. Mit meinem netten Halbling. There you are. I was wondering where you'd run off to. Well, two things. Good news and bad. Mein Stab ist irgendwie im Weg. Raus mit schlechten Konter. Oh, no. Good news, please, my good man. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlik to touch people. Exactly. Oh my God. It's really happening. It's been so long. So okay. Come on. Let's get this show on the road. We need to find that iron. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. Ja, den ich immer angefangen. I have infernal iron to find. Karlak, believe me, this isn't something you should... Let's move! At least let me show you where to look. I'm not sure the infernal iron will still be there. But I can show you a few places of interest. Der Stab ist ein bisschen problematisch. Hear that? All I need is a second bit of infernal metal. Ich glaube, sie wird sich hart verändern. This is so exciting. Let's make tracks. Bei dir haben wir auch schon ins Lager geguckt, oder? Ich weiß es, ist halt wirklich eine Woche her. Lass mich eure Ware sehen. Stimmt, der hatte ein geiles Einhandschwert mit Stichschaden. Kurz und Langschwert und zwei Schwert geübt. Du erhältst einen Bonus plus 1 auf Nahkampfangriffswürfe. Kurzschwert, Langschwert und Zweihandschwert. Das wäre was für Lizelle. Dunkelfeuer, Kurzbogen, gibt uns Hast. Harmonie der helle Barde, das ist eine zweihändige Waffe sogar. 5 bis 14 ist halt nicht so viel. Stärke plus 2 bis zu 33, für Intelligenz und Weisheit runter. Und das ist ein leichter Hammer. Das ist ein Kriegshammer. Das wäre wenn dann was für dich. 5 bis 14 wäre ziemlich awesome. Lieblingswaffe, diese Waffe hat einen Bonus plus 1 auf Schadens- und Angriffswürfe. Diese Waffe wirkt zusätzlich 1 bis 6 Blitzschaden. Waffenverzauberung plus 1. Das ist schon. Ladungsgebundener Kriegshammer hört sich schon ziemlich fett an, wenn man ehrlich. Frage ist, ob wir das kaufen können wollen. Oh, im Umgang mit Kriegswaffen oder Kriegshammern ungeübt. Ja, fuck it. Und das ist eine leichte Axt. 5 bis 14, wenn du Schaden dieser Waffe bewirkst, hat es 2 Züge lang Hitze. Was ist denn Hitze? Umgeben von einer 8 zwischen Feuer, der bei jedem Zug 1 bis 4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Das hört sich nicht nur einem Bonus an bis jetzt. Habe ich so das Gefühl. Schild der Hingabe, achso genau, daher kommen wir Beistand. Schildschlag haben wir auch daher. Ja, ich glaube, es passt schon. Was
So, du wirst irgendwie das Negative gar nicht hören, ne? Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Gut, dass ich eine Adamant-Rüstung angezogen habe. Aber das hört sich an, als wirst du fucking frieren jedes Mal, wenn wir das jetzt ändern. Ich mag es, wenn mir auf die Pelle rückt. Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear it badly. Oh well. Can't have it all, can you? Not today, at least. Aww. You can mind my step. Kinda cute. So, ist es jetzt hier schon vorbei oder ist es hier gerade nur ausgeblendet? Ist nur ausgeblendet, okay. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Ich speichere mal und wir machen den Überfall. Let's go. Überfall Main Convoy, let's go. I'll mark your map, should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course. Okay. Ihr habt den auch? War sehr spannend. So, die Frage ist, wo gehen wir denn jetzt als erstes hin, so wirklich? Das ist infernalisches Eisen, Ort des Überfalls. Grinyanki-Krippe, infernalisches Eisen. Ja. Ich würde sagen, wir haben einfach einiges zu tun. Ich habe noch was entdeckt. Wir müssen zurück. Wir waren hier oben irgendwo. Ein toter Rabe. Achso, nee, den wollte ich in Ruhe lassen. Den wollte ich in Ruhe lassen. Der ist gefährlich und so. Da erinnere ich mich dran. Ist das hier? Sprung. Ja, da will ich hin. Can't give up now. Und give up now. Katzes Fährte? Katze hat mir eine Fährte aufgenommen. Es geht ein Abkratzer. Müssen wir mir jetzt nicht das hier zeigen, oder? Ah, das wirst du mir zeigen. Ah ja, ein bisschen Gold. Das ist das schattenverfluchte Lager, das wollte ich aber gar nicht. Wir wollten da. Achso, hier war der komische Typ mit der, ja. Der Tonbeschwörer mit seinem Raben. Oh, verdammt, mit dem haben wir auch irgendeinen Deal gemacht, glaube ich. Mit dem haben wir auch irgendwie. Hier war ich auf jeden Fall am Looten, aber ich habe nicht gesehen, ob man hier rüberhüpfen kann. Da geht's wirklich rüber. Die Frage ist, kann ich da rüber? Mal wieder nicht, ne? Ich muss mal wieder meine fucking Fock benutzen. Kommen die anderen rüber? Don't burn yourself. Der Weg ist versperrt, ne? Nicht genug Platz. Dahin darf man springen. Kann ich von da aus hochspringen? Weil ich kann einfach klettern. Dann muss ich vielleicht gar nicht, wenn ich dahin springen kann. Dann reicht das sogar. Guck mal. Ich würde sagen, wenn ich kratze, kann er jetzt nicht hinspringen. Aber das sieht nach Licht aus. Ist das ein Ausgang? Muss mal kurz bei mir auch noch was dunkler machen. Ich sehe sonst nichts auf dem Bildschirm bei der ganzen Dunkelheit.
So, jetzt sehe ich auf dem Bildschirm deutlich besser. Und... oh, wow. Danke, Kamera. Kamera, are you there? Dankeschön. Nette Kamera. So. Hier sind tote Leute. Eine Flasche. Und 3 Gold. Und noch mehr tote Menschen. Ha. Das wundert mich jetzt. Da komme ich nicht hin. Weg ist unterbrochen, nicht genügend Platz. Ich glaube, kann ich auch nicht hin. Das sieht nicht aus der Map so aus, als würde ich da hinkommen. Ah, da ist eine Reisetruhe. Die habe ich natürlich nicht gesehen da unten. Ein Stoffbär, Färbemittel Sumpfgrün und ein Tagebuch. Liebes Tagebuch, wieder so ein schrecklicher Tag. Papa hat versprochen, wenn es mir ein Reitweh nicht gefällt, können wir wieder gehen, aber hier sind wir. Ich habe ihm bestimmt 100 Mal gesagt, dass ich zurück nach El Torell will. Doch er sagt nur, er habe seinem Boss versprochen, so lange zu bleiben, bis irgendein Projekt abgeschlossen ist. Wen juckt schon sein Boss? Ich will hier weg. Er ruiniert mein Leben und ist ihm völlig gleichgültig. Sein Boss ist ein Mann namens Kittrick und mein Papa sagt, wir dürfen in dieser Stadt bleiben, solange wir verheimlichen, dass wir keine Familie der Schar sind. Ich sage in der Schule einfach nicht viel, rede kaum mit den anderen Kindern. Ich weiß nicht mal genau, was das heißt, eine Familie der Schar zu sein oder warum wir keine sind. Ist mir auch egal. Ich will einfach nur zurück nach El Torell. Ich glaube, ich habe es passend vorgetragen. Okay. War leider gar nicht so viel. Moment, ein Schild. Night and Shadow have claimed this place. Turn back. Na gut. Da müssen wir irgendwie zurückhüpfen, ne? I hope this ends well. Dann habe ich leider gar nicht so viel gesehen, wie ich dachte, hätte gesehen zu haben. Löschen. Schade. Hätten wir letztes Mal schon mitmachen können. Die komischen giftigen Ranken. Ach, du bist ein Vollidiot, du Deppert. In die schattenverfluchten Ranken reingerannt. Oh Mann. Hier haben wir noch nicht oben, ne? Da habe ich gerade das Haus gegenüber gesehen. Ja, die Schatten rufen nach uns. Lass mich in Ruhe. So, geht zum Ort des Überfalls. Das ist hier einfach direkt nach unten. Mach mal gleich. Hat das Pferd? Nee. Hallo, Moment, hier gibt es eine Fackel. Wieso brennt denn hier eine Fackel? Mitten im Nirgendwo. Tote Hafner gibt es hier. Was nützt uns das? Da ist ein Schlüssel oben. Schattenverfluchte Rankenfäule. Nadelplage. Boah. Muss sie jetzt nett sein? Wir wollten zu dem Überfall gehen. Wir wollten zum Überfall gehen. Still breathing, despite everything. Falsch. Die Richtung müssen wir, glaube ich.
zum Überfallen. Links rum? Ja, links rum. Held. The curse is torn open the ground itself. Wegpunkt entdeckt. Da drüben. Hat's da wieder eine Fährte? Kann aber echt schief gehen, ne? Kratzer, eine tolle Fährte, Kratzer. Danke. Ist der Überfall oder was? Finde Schutz vor dem Schattenfluch? Achso, ja. Ja, yeah, mal sehen, wie viele von euch überleben, sind wir ehrlich. Moment, aber wahrscheinlich sollen wir gar nicht hier oben stehen, oder? Aber wir reden mal mit denen. Something's on my mind. Fackeln. Das ich aber schon wissen können. Your faithful stand ready, Majesty. Soon, soon the world will bow. Das ist ja übel ekelhaft. Webbars. Something moved up there. Want me to drag it out? Versteckt bleiben, weiter beobachten, die Hafen mit einem Signal zum Angreifen auffordern und dich räuspern, um dich aufmerksam zu machen. Wir sind ja ein Schauspieler und Überzeuger und Täuscher. What's this? The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you, as your parasite squirms with excitement. Your minds connect. And you hear a voice whispering to you. The Absolute. Or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? Ja, wir sind aber gut und leuchten. Die Absolute hat mich beschützt. You bless them too, my queen. Where is the lantern? Die Absolute hat mich zu euch geführt. Sie sagte, ich gehöre euch. Yes! Heute würfeln wir aber auch. Majesty, is this true? Did I not serve you well? Very well. If it is your will, we can have it. Wow, wir kriegen eine Sonnenlaterne, ohne zu fighten. Wie funktioniert sie genau? Our queen told them nothing. The lamp's light keeps the shadows at bay. Stops them from getting close enough to grab us. Silence! The Absolute's favored. Speaking. Bäh, du bist bestimmt nicht der Favor. Guck dich mal an im Spiegel. Blessed the lantern's light. It is the Absolute who protects us from the shadows. Gut, ihr könnt es gehen. Go. We can't go without you. The shadows would tear us to pieces. This is not Her Majesty's will. Der Absolute hat euch gesegnet. Euch wird nichts passieren. Einschüchtern? Ja, wir sind Enttäuscher. Euch wird schon nichts passieren, ihr schafft das schon. Nice. Ah, wir sind immer so ein guter Täuscher. If it is Her Majesty's will. Schafft ihr schon, viel Spaß. You know what's out there. If it is Her Majesty's will, then we shall walk! She will protect us. She. Tut mir ein bisschen leid, aber
She must. Auf der anderen Seite, guck dir das Viech an. Uah. Ja, da kommt schon der Schattenfluch. Aber wir hätten sie eh getötet, von daher ist das wurscht. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Nicely done. Now let's see what we've got here. Wir sind halt ein Täuscherle. One less blight in the darkness. A thousand more to conquer. As very least. A lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery, sometimes playful, sometimes malicious. Hmm. Oh, please! Oh, golly, me, oh, my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Ihr liefert die Energie für Laterne. Wie geht das? Was für ein Mechanismus ist das? Da unten in der Laterne. Wer seid ihr? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Die reimt. Wenn ich euch freilasse, helft ihr mir dann auf meinem Weg durch die Schatten. It would be my pleasure, truly. Once I'm freed, I'll help you duly. Was für ein Mechanismus der Laterne? Ich glaube, ich bin nicht so ein Guter, die Pixel ignorieren. Ich brauche die Laterne. Sonst kommen wir nicht durch die Schatten. Also ich wollte eigentlich nicht so einen typischen Heldenheld spielen. Ich wollte jemanden spielen, der ein bisschen mal so, mal so ist. Und jetzt habe ich gerade die Gegner einfach in den fucking Schattenfluch geschickt. Doch, ich will sie befreien. Und auf den Boden zu schmettern, ist eine dumme Idee, das ist eine kleine Pixie. Was für mich ist das da unten? Name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Okay. Den Mechanismus betätigen, dann könnten wir sie töten? Nee, die Pixie freilassen. Starion ist nicht einverstanden, Karlach ist einverstanden. Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Ich glaube nicht, dass sie mir hilft. What do I owe you? Ich musste den Schattenfluch überwinden, könnte mir helfen. Ich muss den Schattenfluch überwinden, könnte mir helfen. Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Okay. Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Danke für die ganzen Beleidigungen, Dolly Arschkeks. Curious little thing. Und wir haben jetzt ein neues Item gekriegt. Jetzt haben wir noch eine kaputte Mondlichterterne natürlich. Filigranes Feywild-Glöckchen. Okay. Tagebuch. Das können wir schon mal in unsere Truhe schicken. Und wahrscheinlich die dann auch. Trank der Unsichtbarkeit. Hut der Feuerschärfe. Wenn du Feuerschaden erwirkst, erhältst du zwei Züge lang arkane Sinnesschärfe. Können wir, glaube ich, auch ans Lager schicken, weil wir niemanden haben, der aktuell Feuerschaden macht. Würde ich sagen. So, achso, bei den Elixieren. Nach Typ. Ich habe einen Trank. Mächtige Elixier der Arkan-Kultivierung. Zusätzlich ins Hauptplatz des zweiten Grades. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Wenn ich das trinke, ich trinke einfach mal einen. Krieg ich literally einen Second Slot. Okay. Das sind halt Stufe 3 Zauberplätze automatisch. Okay. Gut, aber ich kriege auch einen weiteren Zauberplatz. Das ist ja für mich schon ziemlich krass.
So, dann haben wir das gemacht. Rolands Standort. Finde mehr infernalisches Eisen. Untersuche das Haus der Heilung. Würde ich ja mal sagen, wir gehen mal dahin, oder? Das war jetzt nach Westen eigentlich. Die Richtung nach Möglichkeit. Da ist eine schwere Truhe. Hallo. Schwere Truhen. Schloss knacken, ja, das bin ich doch immer da gern dabei. Plom. Nice. Wop. Und was ist drin? Ah, bisschen Gold und eine Ölflasche. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Ölflasche dringend brauchen. Wobei, die könnten feuerempfindlich sein, die Viecher hier alle, ne? Schlaffer alter Hut. Ja, machen wir jetzt mal nicht. Frage ist, wie oft ich die Glocke ringeldingeln kann. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ob es genau einmal funktioniert, dann müsste ich es mir aufsparen. Was ist denn hier oben? Das Haus ist das, wo wir gerade... Ne, wo wir gerade saßen. Ist oben drauf oder? Irgendwas, ich habe so wie gerade Schluck auf. Das ist ein Skelett. Ohne Fackel und einen Schlüssel. Okay. Wofür ist der Schlüssel? Nicht erreichbar am Arsch. Lagerfeuer können wir anmachen, dann sehen wir hier was. Holzkoffer. Seil gibt es jede Menge. Ich habe nicht rausgefunden, wie ich sinnvoll Seil benutze. Das ist eigentlich so ein typisches Rollenspiel-Ding, ne? Aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich irgendwie sagen könnte, hey, benutze Seil. Okay, die sind alle irgendwie sehr leer. Wir können tonnenweise Seile mitnehmen. Das ist so ein bisschen das Einzige. Schwarzer Oleander. Nehmen wir den noch mit. Ansonsten gehen wir halt weiter nach Westen. Gerade sei wie eine Fährte. Uch. Ist das wieder die Fährte, die nicht funktioniert? Oder was geht ab? What? Lol, what? Bin mir nicht sicher, ob ich den anfassen sollte. That's curious. Buddel den Schatz aus, buddel ihn aus. Das was für Karlach. Das meins, wieder eine Fährte. Das meins, Magiebanöl. Öl ist auch für Karlach. Tagebuch der Grauen Speer. Lesen. Scheiß Nier und seine scheiß Speeraufträge. Jeder Bürger sucht einen anderen Weg durch den Schattenfluch. Ja klar, genau, Scheißnase. Wer auch immer den Flug geschaffen hat, hat 100-mal mehr Ahnung als das, was... als du. Was war das? Gnome, Gnome, ich habe euch doch im Unterricht kalt gemacht. Ihr könnt nicht. Na, ich habe deinen Weg durch den Fluch gefunden, Scheißstro. Du musst den Schattenfluch durch dich gehen lassen. Haha, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht, dass wir einfach uns damit zufrieden geben sollten, wenn der... Weil der sieht nicht so lebendig aus, der gute Mann. Aber man kennt wahrscheinlich auch einfach durchsprinten und einfach hoffen, dass man genug HP hat. Wäre natürlich auch eine Option. Wo geht's denn hier noch hin? Da gibt's tote Menschen. Moment, du hast doch auch noch einen... Du bist doch unsere... Ich rede mit den Toten, ne? Moment, die habe ich aber nicht platt gemacht. Die habe ich aber nicht platt gemacht. Astarion, du bist, glaube ich, der Einzige, der halbwegs treffen kann mit so einem Shit.
Und Karlach kann die Sachen einfach tragen, weil Karlach stark ist. Abgenutzter Schlüssel. Wer ist das? Moment, das sieht nach dem Tiefling aus. Habe ich die schon getroffen? Aber tote Kultisten gibt's auch. Damn, it's good to be alive. Karlach, du musst mal looten hier. Noch ein Gefängnisschlüssel, Schlüssel zum Lager. Ein Lager senden und den Rest lootest du einfach. Okay. Ich bin dem nicht alles, ich bin dem nicht alles mitgenommen, klar. Ist aber einfach ein verlorener Fight. Wo seid ihr hergekommen und warum? Schild. North, Last Light Inn. South, Rythwin Town. In Rythwin wollen irgendwie ganz viele Leute. Gibt eine Stadt im Underdark? Sehe ich das ist richtig? Hier sind geisterhafte Fackeln. Standfackeln. So. Wahre Seele Corlys, du scheinst jemand sein, mit dem wir reden können. Dann machen wir das doch. The corpse regards you lifelessly. Wie seid ihr gestorben? Unslaked hunger, unquenched thirst. Okay. Wie seid ihr hier gelandet? Trapped Shadow Mastiffs. Repelled them with flame. Okay. Dogs in the distance. Just outside the light, for now. Okay. Wer war dir im Leben? Soul of the Absolute. Corlys, my name. Was war euer Beruf? Woher kommt ihr? Wie kommt es, dass die Fackeln noch brennen? Spell. Continual flame. Wie kann ich die Flammen der Fackeln löschen? Will ich das? Ich könnte doch hier brennen, das ist mir doch wurscht. Nee. Will ich, glaube ich, nicht. Ich muss jetzt nicht die Schattendocken ranholen. Verlorener Rucksack. Rucksack ist nur mit Gold verbunden. Oh. Oder das. Tagebucheintrag von wahre Seele Corlys, Tag 4 Speer in der Schattenlande von Catherick Thorm ausgesandt. Ziel, Neste Ungläubigen finden. Dorfrand erreicht, verstörende Geräusche hallen durch die Schatten, darf mich nicht verfolgen lassen. Mache mich bereit, eine Lichtbarriere zum Schutz gegen lauernde Monster und tödliche Dunkelheit zu errichten. Möge die Absolute mich leiten. Er hat eine Lichtbarriere errichtet mit den Fackeln, ja. In so einer Art Minilager. Ist aber schon Ewigkeiten her anscheinend. Wie es scheint, also wenn das von Catherick Thorm. Ach nee, Catherick Thorm lebt ja wieder, ne? Hat man das Thema letztens noch. Ja. Dann haben die hier quasi auch eine Bastion errichtet. Ist ja gut, denn wenn der Continue Flames sind, können das ja auch andere Leute nutzen, die hier lang können. Schlüssel zur Töpfertruhe. Oh, hallo. Ihr habt einen Namen. Nee, ihr seid Measles. Ihr seid. Ha. Hm.
Überfall, ja, sagt ihr. Bin ich ja gar nicht so erpicht drauf, dass ich hier überall geambusht werde. Watch your back. Ups, das wollte ich gar nicht. Du kannst dich aber verstecken, oder? Verstecken fehlgeschlagen. Dö-dö-dö-düm. So. Da würde ich ja sagen, du läufst einfach mitten rein. Hätten den First Attack machen können, wir nicht so schlauen Menschen. Wächter. Schildhieb. Aber ein Crit. Das war dead. Nee, das ist nur niedergestreckt. Hier, hinterhältiger Angriff. Du bist ja abgelenkt, weil du bedroht bist. Ach, dammit, Mann. Ach, dammit, Mann. Das hätte ja gar nicht funktioniert. Erdrosselt. Was ist denn erdrosseln? Pixie-Segen? Ich finde Kreatur wirken. Lass den Angriffswurf gegen dich im Nachteil sein. Angriff scheitert, bist du eine Zeit lang im nächsten Angriffswurf. Okay. Ist halt alle gerannt aus Dingen, aus Gründen. Durant. Wir hauen erstmal auf den ein, würde ich sagen. Das geht nur einmal, das ist so ein extra Angriff für einen Zug. Vorrufungszauber markiert, das geht aber nicht so oft, ne? Das kostet mich, glaube ich. Ne, eine Kampfvorschlag kostet mich nicht. Bei Kampfvorschlag ist eine Bonusaktion. Die macht echt viel Damage. Inzwischen. Du leider nicht. Du bist nicht so stark im Dingensen, ne? Sind wir mal ehrlich. Wir können auf jeden Fall aber mal hier einen Spiritual Weapon nehmen. Haben wir noch was, was wir machen wollen? Blind, Spiegelbilder, Person bezaubern. Sind das Untote? Wiesel, bedroht, erdrosseln, wirkt eine Kreatur mit einer Garotte. Warum seid ihr denn erdrosselt? Oder bricht die Garotte? Also, wenn wir sie verbunden wurden oder was? Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, Humanoid. Da machen wir, glaube ich, lieber Abbild beschwören. So, dann. Bats. Ja, ihr seid jetzt natürlich schön mich rangerannt. Das ist nicht so das, was ich wollte. Sagen wir mal ehrlich. Hopp. Aua. Darf ich jetzt? So, mach doch einen Scheiß alleine da drüben. Schon wieder erdrosselt. Die teleportieren sie einfach weg, ne? Die Schweine. Schildhieb. Bumm. Umgeworfen. Du bist Astarion, ne? Können wir doch einen hinterhältigen Angriff auf dich machen? Hier ist, wir haben Vorteil sogar. Das ist ja schön. Und das geht auch bei den Humanoiden auch. Glücklich blutleer. Oh, what? Das Erdrosseln macht auf beide sau viel Damage. Haha. Wait.
Wieso ist die jetzt damit oben? Auch wurscht. Slice and Dice. Also ich würde mal sagen, das wird kein so smarter Move von dir, die damit runterzuholen. Crit und kritischer Fehlschlag vorher. Aber du bist ja auch spannend. Ist echt durch die Durchwolke gerannt, das war nicht so der Plan. Das war nicht so der Plan. So, du haust auf den ein. Und du hast nicht zwei Attacks damit. Wir schubsen dich zurück. Oh, wir können dich echt schlecht schubsen. Das ja. Moment, aber wir haben einfach nur einen Strahl, ne? Da ist wieder eine Durchwolke. Haha! Hör auf, sie teleportieren! Leute, jetzt ziehen übel die Leute auseinander. Die ziehen ja. Wait. Hinterhältige Angriffe können wir jetzt nicht machen, aber. The fuck? Dann versuchen wir mal wegzukommen von dem. Versuchen trotzdem wegzukommen von dem. Ein rücksichtsloser Angriff. Und noch ein. So, der ist down. Wo bist du denn eigentlich, Astarion? Okay. Oh, dir geht's aber gar nicht gut. Warum geht's dir denn so gar nicht gut? Wunden heilen. Auf dich selber. Ja. Und Kratzer verteidigt mich und du hilfst mir auch. Wird da nicht getroffen. Wir schaurigen strahl dich wieder von uns weg. Sehr schön, hat funktioniert. Swift as my feet can carry me. So. Du hast den auch hingekriegt. Das ist doch supi. Also ich habe das Gefühl, ihr habt euch das nicht so gut durchdacht. Wir wollen hier auf jeden Fall spurten. Am Arsch, Dolchwurger, der ist nicht mehr andersweise drin gewesen. Das muss jetzt aber schwierig treffen. So, wie macht's es nicht leichter, es zu hitten. Ich gehe mal in den Taktikmodus. Kann ich das hier besser anklicken? Nee. Ist mir ehrlich? Nee. Wir sind auf jeden Fall mal hier hinrennst. Jetzt. Jetzt besser. So, das gleiche Problem jetzt wahrscheinlich mit dir auch, ne? Kannst eh nicht so weit. Du kommst eh nicht bis dahin. Neunzehn hat er noch. Ich muss erstmal hier hinlaufen, weil ich sonst nicht rankomme. Und dann wollen wir wahrscheinlich bei den passiven Sachen, wir wollen ja nicht wegschieben, so wirklich. Und das hier kurz ausmachen. Im Dunkeln ist guten Morgen und können Kalang ist inspiriert. Was? Zerstöre alle gefährlichen Unterreichpilze. Nein. Das ist. Das nicht. Ruhe dich in den schattenverfluchten Landen aus. Landen lang und gründlich aus. Das ist ein merkwürdiges Timing dafür. Sind wir ehrlich.
So, dann würde ich mal sagen. Achso. Kriege ich den jetzt dann wieder? So, das hat ganz schön auf die Nase gekriegt, meine Liebe. Habt ihr irgendwas zum Looten? Ihr habt ein bisschen Gold. Aber ihr seid ja am Arsch der Welt hingeworfen worden. Hm. Gibt's irgendwelche Vasen? Aber ist hier irgendwas drin? Ich sehe es nicht. Sieht aber aus wie eine ehemalige Stadt hier, sind wir ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Safe Haven ist, sind wir ehrlich. Sieht alles ein bisschen zwielichtig aus. Um es nett zu sagen. Watch how you go. There's a trap. Ja. Entschärfen. Gib mir die göttliche Führung. Zack. Ich habe jetzt gerade gedacht, wir haben heute noch gar nicht unter 10 gewürfelt. Jetzt habe ich bestimmt Jinx und es kommen jede Menge unter 10 Würfe. Verhörprotokoll der Hafner. Offizielles Verhörprotokoll. Verantwortlicher Hafner, Kalidove Immerquell. Schreiberin Luna Schorn. Ihr Name? Dahl Timber. Beruf? Bauer Kartoffeln. Ein Bauer, also, Wie viele Wachen hat Thorn an der Südmauer postiert, Dahl Timber? Was meint ihr mit Südmauer? Halt mich nicht zum Narren, Timber. Die Südmauer von Mondaufgang. Ich weiß es nicht. Das schwöre ich. Lügner. Schreibt das auf, Luna. Turmspion verweigert jede Kooperation. Härtere Maßnahmen erforderlich Pause. Ich sage, schreibt es auf. Okay. Die Hafen sind jetzt auch nicht gerade die Sympathieträger, sind wir ehrlich. Also. Nicht wirklich. Schloss knicken! Ja, ich sage ja, ich hätte nicht jinxen sollen. Ich hätte es nicht jinxen sollen. I jinxed it, didn't I? Eine Inspiration ist doch Quatsch für dafür. Wir haben jetzt zwar viel Inspiration, aber deswegen würde ich trotzdem nicht eine Inspiration dafür einsetzen. Ring des Zwielichts. Du hältst einen Bonus von plus 1 auf Rüstungsklasse, während du in den Schatten verschleiert bist. Astarion, ich sehe dich da. Astarion, ich sehe dich da. Was hast du denn jetzt für Ringe? Dass du Donnerwoge kannst und dass du dich unsichtbar machen kannst. Das hast du aber durch das im Schatten gehört auch. Ja. Dann gib das mal Ben zurück, den Ring hier. Den Juden. Ring des veränderten Körpers. Den kannst du auch mal Ben geben. Auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt wandst, würde ich tanzt. Donnerwoge finde ich aber irgendwie zu nützlich. Und den Doppeldolch spielst du gar nicht. Wobei du hast keinen Doppel-Attack, ne? Du könntest schon Doppeldolch spielen. Das ist übrigens auch Half-Life. 6 bis 9, 5 bis 8. Das wäre schon guter Damage, ne? Muss ich mir nochmal belegen. Is that blood? No, never mind. Schwarzer Oleander. Moment, war das vielleicht sogar die Keramik, die Truhe, für die wir eh den Schlüssel hatten? Ich mache mal direkt Schlossknacken. Ich guck gar nicht, ob wir den eventuell irgendwas für haben. Ich bin noch mehr infernalisches Eisen, das ist in die Richtung. Und das Haus der Heilung und infernalisches Eisen. Ja, dann gucken wir halt mal da rein, wa? Speichern mal. Man weiß ja nie, wann man wieder umgenockt wird. ...280 Erfahrungspunkte, einfach weil ich hier bin. Wie weit sind wir denn eigentlich? Aktuell erfordert 4000 brauchen wir noch. Ich wollte gerade kurz gucken, ob ich hier irgendwie einen Debuff krieg, aber nee. Dank der Schussmagie der Pixie kann der Schattenfluch nicht auf diese Kreatur wirken. Also wir sind aktuell
vom Schattenflug geschützt habe. Deswegen dürfen wir überhaupt hier rein. Also meine Vermutung. Ich glaube, ich will mal wieder meine Fackel rausnehmen, die ich aber sehe. Auch wenn ich vom Schattenflug geschützt bin. Einfach nur, wenn ich überhaupt was sehe. Okay, hier sind früher Sachen ausgeladen worden anscheinend. See that symbol on the ground? This was a Mason's guild. Corpses on display. Perhaps someone didn't appreciate the Mason's stonework. Corpses on display? What? Ich habe noch gar keine Leichen gefunden. Ich hab's verpasst. Okay, irgendwie aus irgendeinem Grund das nicht in kann man klettern Option. Schwere Truhe. Trank des Sprechen mit Tieren. Hier, Karte, willst du schon auch mal mit Tieren reden. Also, wir haben hier eine Steinmetzgilde in den Schattenlanden gefunden. Das ist ja... Das ist ein bisschen schräg. Das sieht auch nicht nach einer armen Steinmetzgilde aus. Das sieht eigentlich nach einer voll fetten Steinmetzgilde aus. Sind hier irgendwie? Nee. Und hier ist nichts drin. Außer vergammeltes Zeug. Halt! Hier geblieben. Darf ich jetzt nicht rüberspringen? Darf ich hier nicht rüberklettern? Nicht genug Platz, Weg ist unterbrochen. Okay, bin ich etwas irritiert. Dass ich das nicht darf. Bin ich da runter? Nicht genug Platz? Okay, da darf ich die Weise nicht. Ich muss also hier vorne durchlaufen, so ein bisschen. Hallo! Ich komme mal zum Haupteingang rein. Oh, Bronzebahn. Was geht hin? Karlach. Für mich? Da sind Leichen. All's well that ends. Not as bad as it could have. Kann ich die abhängen? Let this be a warning. Those who defy Shah's will shall suffer darkness without her blessing. Hm. Hallo. Wieder was einsammeln. Ich will das looten. Might be useful. Rindenhautrezept. Irgendeinen Grund stecke ich mal alles ein. Okay. Da hatte ich mir was geschafft. Ich wollte das lesen. Frivolität hat mir heute einen Hoffnungsschimmer verschafft. Ich habe mir eine wertvolle Auszeit von der Untersuchung der Platinschuppe genommen, um einer Gnome zur Seite zu stehen. Ihr Meerschweinchen hatte sich in einem Dornengebüsch verfangen und sie braucht etwas, um seine Haut zu kräftigen. Ich konnte ihr helfen, woraufhin die Gnome mit mir die blanke, unbeschuppte Hand küsste und gut gelaunt von dann zog. Rezept 1 für Exzier für Rindenhaut. Fordere Extrakte, Salz aus knorriger Baumrinde, Suspension aus Schlamm, Mephitenflügel oder Lazuli Zubereitung zusammengeben und schütten, das sollte reichen. Ist Alchemie nicht zweifelsfrei, dann helft einem Meerschweinchen dabei, Dornenranken abzustreifen. Und schon werden alle Zweifel weichen. Mein Erfolg mit der Baumrinde hat mich auf ein paar Experimente gebracht, durch die ich meinen schmerzenden Körper mit Schuppen aus hartem, glänzendem Platin bedecken könnte. Mit der linken Hand kann ich kaum noch schreiben und die rechte, welche die Gnomen geküsst hat, ist nur noch eine einzige Qual. Meine Schmerzen sind am ganzen Körper unerträglich, aber bis zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich sie wieder. Jawohl, Hoffnung. Kleine Notiz wurde dem Text zugefügt, sie lautet einfach nur, ich habe mein Meerschweinchen gerettet. Okay, Elixier der Rindenhaut. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Okay. A pile of crushed bones of varying shapes, sizes and creatures.
Das ist gleich, okay. Unterschiedliche Kreaturen. Zerschmetterte Knochen von unterschiedlichen Kreaturen. Eingesagt. Da hinten geht's auf jeden Fall runter. Verzierte Holzluke, ja. Komm mal irgendwie in den Keller rein. Eier. Nee. Müssen wir hochklettern? Nee. Ich dachte schon. Schriftrolle, brennende Hände. Nehmen wir mit. Liebeswerkzeug nehmen wir auch mit. Hä? Ist gerade jemand weggerannt? Fallenschärfer-Kit und sowas. Nehmen wir alles mit. Ist die Frage, wie genau die Markierung für den Steinmetz, für das Hölleneisen ist. Es ist sehr genau. Holy fuck. Ich will Karlach nehmen. Gimme. Yes. Damon can use this to fix me. Yes, genau, das war der Punkt. Da haben wir noch mehr. Okay, wie geht's noch nach oben? Was gibt's denn hier so? Verwittertes Meißel-Set. Hier komme ich nicht durch, ne? Doch, komme ich. Hallo? Mal drücken. Also, haben wir uns runter abgeseilt. Wahrscheinlich das gleiche, wie wenn wir durch die Tür gegangen wären hier. Hätte ich gedacht, dass wir uns dann hier runter abseilen. Was ist denn hier? Außer der Marmorvorrat von den Steinmetzen. Ich glaube, hier gibt es noch einen Geheimgang. Nur so ein Gefühl. Sag ich doch. Turmförmiger Schlüssel benutzt. Ja, gut. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Hallo. Nachricht von Steinmetz. Glückwunsch, dass ihr diesen Ort gefunden habt, Dieb, aber eure Reise endet hier. Fallen? I guess. Wenn ich es hier so sehe. That's curious. Verstärkte goldene Truhe. Entschärfen. Gib mir den Bonus. Das will ich dann doch mal neu rollen, sonst kriegen wir nämlich alle Damage. Weil wir hier so schön drumherum stehen. Warte, das ist blöd. Hier, low. Let's go. Wir kriegen alle Damage. It is what it is. Please. Könnte klappen. Ja. Zwei Inspirationen benutzt ihr dafür. Und ist nicht mehr was drin. Lol. Die sind ein ganz schöner Haufen, ey. Wo bin ich hier? Was soll das darstellen? Mondaufgangsdiagramm. Oh, Schriftrollen nehme ich mal wieder mit. Schriftrollen gönne ich mir immer gerne. Das nehme ich doch immer mal mit. Glas. Eatbank ist bestimmt wieder was zum Futtern. Tasse. Wahrnehmung fehlgeschlagen.
What? Ja. Nicht so gut. Sind wir mal ehrlich. Tiet ist zu weit entfernt. Bist du verwirrt? Okay, hier greifen mich böse Schatten an. Das ist ja auch nicht so geil. Hier würde ich jetzt mal Licht machen, tatsächlich. Wenn wir dann mit der passenden Person dran sind. Hier, du. Mach mal. Tageslichtsphäre, Tageslichtgegenstand bezaubern. Aura des Bösen vergessen? Wait, what? Wenn der Todesalb sich in der Nähe befindet, werden alle Lichtquellen in der Nähe ausgelöscht. Magische Lichtquellen auch? Du bist fertig auf jeden Fall. Rücksichtsloser Angriff. Batz. Ich glaube, bluten kann das Ding nicht. Also noch einfach mal drauf. Moment, meine Passivsachen. Wieder an. Halt, vorher bist du dran. Versuch's ihn zu hauen. Danke. Er lebt ja dann noch. Das ist ein bisschen mein Problem. Ich muss mal entkommen. Kratzer. Oh. Das löscht auch mein Magisches aus? Absolute Frechheit. Das Magische Stufe 3, dich wird auch ausgelöscht. Ja gut. Das ist ja unangenehm. Dann würde ich mal einen Nahkampf kritischen Angriff machen wollen. Und dann den Zug beenden. Echt kein Licht mehr, ne? Kratzer, du stellst dich mal hier hin, um irgendwas abzufangen, was dann komisch von da ankommt. Darf ich meine Fackel wieder anmachen? Fallen lassen, werfen, Gegenstand eigene zu warnen, zu ins Lager senden. Schriftrolle, Fluch, Furcht, falsches Leben, mit Toten sprechen, Säurepfeil, Spiegelbilder. Sengender Strahl. Dunkelsicht. Ich sehe ja die Gegner nicht, wenn ich es nicht hell mache, ne? Das ist der Knackpunkt. Die können sie einfach... Tageslichtsphäre. Ich würde es aber mitten hier reinmachen, oder? Weil da steht nämlich einfach einer, bin ich gerade dran vorbeigerannt.
Geil. Ich muss den sichtbar machen, sonst kann ich den nicht angreifen. Kann er jetzt da runterfliegen oder nicht? Kann er nicht, ne? Ich knick Ressourcen. Das ist doch doof. Die Kamera verrät mir leider immer ein bisschen, wo sie sind. Oh, da zum Beispiel. Das ist ja eklig. Okay, wir müssen ins Licht darunter. Stellen wir das mal kurz fest. Kritische... Fuck. Der ist echt tot, ne? Das ist jetzt blöd. Ich hab nicht auf die HP geachtet. I didn't got to the HP. Aber jetzt sehe ich ja, jetzt kann ich doch wieder angreifen, oder? So, du hast noch Leben. Du hast noch Leben. Und einen rücksichtslosen Angriff auf dich. Batz. Und nochmal. Batz. Richtig nice. Danke, Karlach. Good girl. Heilendes Wort habe ich nicht mehr, ne? Das heißt. Linken Heilschaden müsste doch eigentlich richtig eklig für euch sein, oder? Yes. Yes. Another fight. Let's go. Heiligschaden ist, glaube ich, das, was sie am meisten hassen. Wäre mein Tipp so. Wir müssen ein bisschen sprinten, weil wir müssen ins Licht. Kannst du jetzt hier runter fliegen oder nicht? Zu wenig Ressourcen am Arsch. Das ist doch buggt. Fühlt sich sehr gebuggt an. Das Licht reicht nicht bis da oben, habe ich festgestellt. Was? Nekrotisches irgendwas klauen? Oh, du kannst ihm auch hochhelfen. Oh, das ist ja cute. Kratzer kann den Leuten hochhelfen. Heal me, damn you! So, ich darf da oben nichts angreifen, wa? Ja, jetzt ein bisschen die Frage, wie macht man das jetzt, dass die hier runterkommen? Aber du kannst mal eine Runde Wunden heilen auf ihn. So, inklusive temporary hit points. Nothing important is ever easy. Nothing important is ever easy. Ja. Might be true. Wir geben die Beschwörung auf, weil die hilft uns gerade null weiter. Oh, da kommt was. Weil wir müssen die halt runterkriegen und da oben ist es noch zu dunkel. So, jetzt können wir aber hier hinten rangehen und dann einen Backstep von hinten machen. Let's go, hier. Zack! Critical. 4 und. What? Der hat gerade 44 plus 4 gemacht. Ganz entspannt. Let's go! War weniger, als ich gern gehabt hätte. Hast du eigentlich irgendwelche Wucht?
Ja, wie wär's denn mit so einem Pfeilchen? Da würde ich dich, glaube ich, schon sehen. Schießen? Jetzt würde halt Karlach auch, aber Karlach ist doch eh feuerresistent, oder? Ja, die ist doppelt feuerresistent. Ganz entspannt. Schießen wir doch mit Schattenherz das Ding auf dich. Ich glaube, Feuer mögen die auch nicht, weil das ist ja hell. Ja, es fehlt ja noch einer und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Komm mal runter. Ah, danke schön. Ey, dann geh doch nicht auf mich, du Sau. Was ist denn eine Sau? 60 plus 1, alles klar. Okay, du machst es nicht, aber du machst das. Feuer! Kratz das Pferd. Müssen wir mal kurz hier das machen. Damit wir. One day I'll catch a break. Be wary. This place is trapped. Da sagt es, ist was drin, ja. Entschärfen. 21. Schade. Wir haben ja noch Inspiration. Let's go. Ja, das reicht ja. Nice. Ganz entspannt, ne? Können wir. 21er. Mal eben. Geknackt. Okay, dann müssen wir auch noch Schloss knacken. Aber Schloss ist halt nicht so schlimm, da kriegen wir keinen Schaden für. Wenn wir das nicht schaffen würden. Ja gut, dann müssen wir halt noch ein zweites Schlossknackwerkzeug benutzen. Big Diebeswerkzeug. Hui! Oh, nice. Oh, man kann klicken, damit es schneller geht. Haben wir geschafft. Helm der Arkanen Sinnesschärfe. Wenn du bei einem Waffenangriff Schaden bewirkst, erhältst du zwei Züge lang Arkanen. Okay, jetzt muss ich gucken, was er kann. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Z. Ich wollte T drücken. Z ist die kurze Rast. Die betroffene Kreatur hat einen Bonus von plus 1 auf ihre Zauberangriffswürfe und auf den Zauberschwierigkeitsgrad pro verbleibendem Zug. Wenn du bei einem Waffenangriff Schaden bewirkst. Das ist doch dann nur was für Astarion, oder? Also wir nehmen das mit, aber... Jetzt will ich eher ins Lager senden. So, haben wir sonst noch was? Enthüllt geheimgesellschaftliche Schwertkünste. Lesen. Hafner. Bekannteste Kabale der Schwertkünste vielleicht doch gewiss nicht allein gut in ihrem geheimen Wirken. Meine Quellen zu folgen verabscheuen die Mitglieder dieser mysteriösen Organisation jede Macht. Wenn dem aber so ist, warum enthüllen sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung dann nicht? Für das öffentliche Wohl in der Tat. Warum wohl? Weil Wissen Macht ist und weil die Harfner beides allein in ihren Händen halten möchten. Schattendruiden wägt das Leben eines Mannes gegen das eines Eichensprösslings ab. Welchem messt ihr den größeren Wert? So würdet ihr einem Schattendruiden dieselbe Frage stellen, würde die Antwort euch entsetzen. Diese gefährliche Gruppe stellt das Leben von Pflanzen und Insekten gnadenlos über intelligentes Leben. Ihre Perversion der natürlichen Ordnung lässt sich derart tückische Pläne, schmieden und ausführen, dass ihre bloße Beschreibung euch allen Zeiten misstrauisch gegenüber euren Begonien werden ließ. Der Kluchtorden, die am wenigsten bekannten und folglich gefährlichste der von mir erforschten Geheimgesellschaften ist der Kluchtorden. Meine Quellen zufolge kommt diese in den Schatten agierende Verschwörung von Mördern, Meuchlern und Tyrannen regelmäßig zusammen, um das Ableben unschuldiger Bürger unserer schönen Lande zu planen. Mehr noch, sie finden Freude darin. Dunkle Justiz, ja, allein die Reinheit dieser Seite durch ihren Namen zu entweihen, lässt mich schaudern. Ich belasse es hierbei, sie beten zu Schau. Und bevor mir das jetzt nochmal passiert. Tastenbelegung. Wieso ist hier so ein Scrollbar gar nicht scrollt? Kurze Rast. Entfernen.
Ich will das nicht auf eine Kurztaste gebindet haben, eine kurze Rast. Die ist mir zu wertvoll. Jockels Enzyklopädie. Was? Jockels Enzyklopädie der Aale. Vorwort: Niemand will etwas über Aale lesen, ja? Ihr hochnäsiges Pack aus Kerzenburg könnt eure Bücher über Magie und Dämonen und Himmelskörper behalten. Die Leute sind praktisch veranlagt, sie wollen praktische Dinge lesen. Aus Sternen kann man keine Pastete machen, oder doch? Nein, Aale sind wichtig! So, um eines vorab zu klären, der Riesenzitteraal, ja, ist streng genommen kein Aal. Er sieht so aus, gewiss, und alle nennen ihn auch Aal, aber die Kopfform, die Knochenstruktur, mir kann keiner sagen, das sei dasselbe wie eine Riesenmoräne. Nun denn, wo kann man Aale fangen? Einfach überall, verdammt. Von Niewinter bis nach El Torell, bis nach Kalimhafen, überall findet man Aale. Aber wo paaren sie sich und wie? Nun, ihr kennt gewiss die Geschichten, dass sie nur Schlangen seien, die das Schwimmen gelernt hätten. Oder dass sie junge Leviathane seien oder Spionen des Unterreichs. Doch, das alles ist Humbug. Sie paaren sich in der Mondsee, da bin ich gewiss, und schwimmen dann in alle Winkel Feruns. Und würden diese Bastarde in Kerzenburg mir das Geld geben, dorthin zu segeln, könnte ich es auch beweisen. Aber nein, sie sind sich zu sehr damit beschäftigt, dämonische Rätsel zu entschlüsseln und darüber zu sinnieren, was Aluando vor Jahren einmal gesagt hat. Gewiss könnte Al nicht einmal einen halbwegs brauchbaren Fischerknoten knüpfen. So geht es noch einige Seiten lang weiter, bis das Buch sich endlich wieder mit Aalen beschäftigt. Ah ja. Schicke Stiefel, bequeme Sachen, Holztisch, eine Feder, Kleiderschrank. Ja. Da gibt es halt. Da gibt es noch ein paar Bücher rein. Logbuch. Und da gibt es einen Knöpfle. Noch ein Geheimnis. Eine Geheimtür und eine Geheimtür. Logbuch ist was? Ist das was Sinnvolles? Dieser Walz trägt und ist mit dem Bild eines eleganten Hirsch von Dunkel. Ukta, zwei Drehen von den neuesten Rekruten nach Noten geschickt. Das Dorf hatte schon den zweiten Ernteausfall in Folge, wird den Winter wohl nicht überleben. 9. Ukta, eine Gruppe aus Baldur's Tor hat ihr Lager am Waldrand aufgeschlagen. Ich vermute, das sind Anlehnungen an das alte Baldur's Tor. An das alte Spiel. Okay, ist jetzt der Geheimraum der Geheimräume? Trank der Unsichtbarkeit, Astarion. Trank der Geschwindigkeit, des glorreichen Sprungs, Elixier der Dunkelsicht. Okay, spannend. Jetzt wieder Bier, Wein und Lagervorräte. Alte Sachen, noch eine schwere Truhe. Klopfen. Selbstverteidigung, Nebelschritt, Dunkelheit. Und ein Hebel. Was macht denn der Hebel? Ah ja, wieder zu? Das war's? Dann drücken wir den Hebel halt nochmal, um wieder aufzumachen. Das ist literally alles, okay. Das ist ja nicht so viel. Die Schattenreste, die kann glaube ich nichts machen, ne? Happy faded memory comes to you. A woman walking along a beach, holding hands with her husband to be. Mir wird gehupt. You sense this one hid for days as the sounds of battle got closer and closer to town. You didn't even care who won, so long as it ended. Okay, das sind einfach die letzten Momente. Work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Aber nicht. From now, a face will take shape. Das ist sogar ein Steinmetz gewesen. You can almost taste the sour ale that once clung to this soul's breath. He was insensible when the shadows came. Der hat sich zu Tode gesoffen. Gut. Moment, was ist das? Warum ist hier eine Questmarkierung? Hä? Finde noch mehr infernalisches Eisen? Warum ist das... Hä? Das wird merkwürdig markiert hier. Wenn ich rumlaufe, ändert sich das, wo das markiert wird. Ständig. Erinnerungsernte. Was? Erinnerungsernte? Die Shadakai, die von ihrer Rabenkönigin ins Schattenfell gebracht wurden, welches ein Spiegelbild der Welt ist, in der ihr euch befindet, und zwar ein dunkles Spiegelbild voller böser Mächte und verzerrter Echo und Verzweiflung. Die Shadakai, also sind Elfen, keine Elfen, wie man sie
an der Schwertküste finden kann, sondern Elfen, die durch ihre Physiologie und ihre Einstellung ihre Heimat widerspiegeln. Sie sind ein grausames Volk, gemeines Volk, das dennoch seiner Königin und ihrer Dämonen der Macht vollkommen ergeben ist. Diese Domäne ist Leben und Tod, und in ihrem unbeirrten Dienst an ihrer Herrin führen die Shadakai die undankbare Aufgabe aus, die Erinnerung der Toten in eine Art Menagerie für sie zu transportieren. Okay. Korsaren von Luskan. Diese kulturelle Analyse widmet sich sehr vielen Seiten der Stadt Luskan. Wie eine Goldfüllung, manche würden sagen, wie ein eitriger Abszess liegt Luskan am Mund des Flusses Mira. Luskan ist eine Stadt der Kaufmannsprinzessinnen, der dunklen Banditenprinzen und der vielfältigsten, halsabschneiderischen und zersplittersten Piratenkabale auf Toriel. Diese in Fraktionen aufgespannten Piratengruppen werden Schiffe genannt. Das sind die einzelnen Fraktionen nun mit schwindelerregender Teilversessenheit. Interessant ist nur, eigentlich nur, dass die Fraktion Schiff Kurt in Wahrheit von einem geheimen Söldnergesellschaft der Drow kontrolliert wird. Okay, haben wir wieder was erfahren. Über Hintergründe. Kleiderschrank. Schuhe mit zäher Sohle. Warum sind die anders hinterlegt? Das sieht nach einem hübschen... Enges Gewand in Petrol. Ausrüsten. Jetzt habe ich ein hübscheres Gewand. Schuhe mit zäher Sohle. Rustikales dunkles Gewand. Gedanken wahrnehmen. Ja. Ein reiches, fruchtbares Land. Seit dem Bereich rund mit und mit Türmen, Mundausgang mit vielen Details, einschließlich einer Darstellung der reichhaltigen heimischen Fauna und Flora, mit besonderer Hervorhebung der Stellen, an denen Nahrungssuche vielversprechend ist. Es ist, glaube ich, alles ja aus einer Zeit, wo das noch deutlich sinnvoller war, hier alles durchzugehen. Treuen Saloons. Das Leben von Johann Wiesling, der unter Lykanthropie litt und sich beim Vollmond einem Werbern verwandelt. Nachdem ihn eine Priesterin des Saloon von seinem Leiden heilte, tauschte Johann Wiesling seine Klauen gegen ein Zweihandschwert und eine Aufgabe. Diese Priesterin, sie hieß Earl Lorna, auf den Straßen und Wegen vor jeder Gefahr zu bewahren. Darüber hinaus wollte er ihr viele Wunder bezeugen, denn Earl Lorna war eine Heilige der Göttin und wirkte mehr Wunder, als er sich je hätte erträumen lassen. Die beiden verliebten sich ineinander, doch ihre Freundschaft war etwas Besonderes. Was denn, du verliebt oder Freundschaft? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Ich habe das Gefühl, hier habe ich irgendwas noch übersehen. Steinmetzprotokoll oder so. Und die Silbersachen auf jeden Fall alle. Wie schnell sich Dinge doch ändern. Die Turms sind Seloniten durch und durch. Glaubte ich jedenfalls. Vielleicht ist Catherick nur für Melodia konvertiert und mit ihr und dann seiner Tochter ist auch sein Glaube gestorben. Doch sich Schar zuzuwenden, das ist nicht zu glauben. Catherics Justiziare werden immer mehr und sie sind immer entschlossener, alle Spuren von Saloon in Raidwind auszulöschen. Was glauben Sie, warum diese Stadt errichtet wurde? Man kann einem Gebäude nicht das Fundament herausreißen und erwarten, dass es stehen bleibt. Bruder und ich sind die letzten beiden Bastionen unserer silbernen Dame in der Stadt. Einige wenige haben noch Vertrauen und kommen in mondbeschienenen Nächten heimlich, um Seldun anzubeten. Die anderen sind alle konvertiert. Ob sie auch wirklich glauben, vermag ich nicht zu sagen. Unmöglich, nicht? Oder nicht? Ich bin es leid, untätig zuzusehen, wie die Justiziare in unserer bescheidenen Stadt immer mehr an Macht gewinnen. Was wird aus uns, wenn wir das zulassen? Ich bin einem Mann begegnet, der kein Mann war, von einem Teufel berührt. Oder schlimmer, doch er hat mir etwas angeboten, was ich nicht ablehnen konnte. Hilfe. Die Zeit ist reif. Catherine's Justiziare, ihre Festung und Tempel unten, sie werden ausgelöscht, sie alle. Ich habe nicht gefragt, wie. Ich will nur, dass sie fort sind. Sollen die Harfner sich um Catherine kümmern? Sie werden kurzen Prozess mit ihm machen. Okay, da habe ich jetzt XP für bekommen, anscheinend. Unsere, hier, du trägst mal die ganzen Silbersachen. Alles eingesammelt. Kann das alles gut verkaufen. Nimm mit. Nice. Hier ist noch ein Brief.
Halfred, ihr seid vermutlich überrascht, dass ich euch schreibe, wobei es mich selbst noch weit mehr überraschen dürfte. Ihr habt mich vor Thorns Bosheit gewarnt und doch habe ich zu Hammer und Kelle gegriffen und diesen verfluchten Turm errichtet. Ihr habt mich vor dem bevorstehenden Krieg gewarnt und doch habe ich das Gefängnis erbaut, in dem seine Feinde nun dahin siechen werden. Ihr habt mich gewarnt und ich habe euch nicht erhört. Das tut mir zutiefst leid und ich muss euch um Vergebung bitten. Ich weiß mehr über den Bau des Turms als jeder andere und ich besitze zahllose Werkzeuge und Vorräte. Versammelt eure Verbündeten beim letzten Licht und lasst uns einen Plan schmieden, wie wir in Mondaufgang eindringen können. Catherick bereitet einen Krieg vor. Er erwartet Hellebarden und Lanzen im Tageslicht, doch wir werden ihm mit einem Dolch im Rücken ein Ende setzen, bevor er noch seine Klinge erheben kann. Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Ich hoffe nur, dass ihr es versucht. Euer Bruder Morfred. Ja. Ist ein Briefle, wa? Moving in. Irgendwie finde ich, aber mehr finde ich jetzt irgendwie hier gerade nicht, gefühlt. Die Drohung von wegen, hier ist euer Weg zu Ende, war irgendwie... Stand ja hier an der Notiz. Von wegen, Glückwunsch, du hast den Geheimgang gefunden, aber jetzt stirbst du, so ungefähr, hat sich zumindest angehört. Bisschen schräg. Feuchtelhammer. Da wäre noch ein Hämmerler gewesen, aber das brauchen wir ja eigentlich auch nicht. So. Lesen wieder raus. Mom? Becke Art Köhler und so das Haus der Heilung. Ist das hier das Haus der Heilung? Oh, hallo. Arabella, dich kennen wir doch. Was machst du hier und warum... Hey, I know you. Warum betrifft dich das Schattenfell nicht? Twist him up. Die kann ganz schön geile Magie. Arabella, the little girl Corgan nearly killed. Das sieht aus, als könnten sie Schattenmagie. Sorry, it knocks the wind right out of me. So starke Magie hat meist ihren Preis, Kind. Wo hast du sie her? That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. Okay. Solltest du bei deinen Eltern sein? Was machst du hier? Hier ist gefährlich. Wie wäre es, wenn du mir deine Kräfte beibringst? Was machst du hier? Hier ist gefährlich. I was looking for Mom and Pops. When Zevlor... Der war tot, ne? Ich glaube, der ist gestorben. There was an ambush. Mom yelled run, so we ran. I could hear them behind me, till I couldn't. Still can't find them. But I bet you can. You'll help me. I just know it. Lioxan. Ja, so ist das halt. Passiert. Ich glaube, ich habe die Eltern schon gefunden. Also ich bin, verspreche es dir nicht. Ich denke darüber nach, ich habe mit diesen Kultisten alle Hände voll zu tun. Fine. Whatever. I don't need you. I'll find them myself. Okay, du wirst den Tod finden, ich werde sie für dich suchen, verstanden. Thanks, Mister. Sind wir halt nett. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Dann geh doch. Ach so. Just till you find Mom and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Es gibt ein Gasthaus namens Zum letzten Licht. Alfira ist dort, da bist du in Sicherheit. Die kann irgendeine Magie, nehme ich sie jetzt mit. Die Magie könnte auch unkontrolliert ausbrechen, dann habe ich ein Problem. Auf der anderen Seite hilft sie ganz gut gegen Schatten. Ja, die hilft beim Einschüchtern, die Maske. Wo ist das Problem, Xan? Und ich fand es sogar ganz passend, deswegen habe ich sie
weil ich ja so ein Leute verarschen will. Du kannst in meinem Lager bleiben. In meinem Lager gibt's immer Radau. Ich würde lieber zum Gasthaus im letzten Licht. I mean, I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one besides myself no more. Save three. Mom, Pops and you. Okay, sie ist fucking paranoid geworden. Cross my heart and hope to die. Na gut. Wenn sie ins Lager geht, ist mir egal. Oh, thanks. You're the best. So you send Mom and Pops there. I'll be waiting, hero man. Ich vermute, ich habe deine Eltern aber schon gefunden und ja, sind wir ehrlich, das wird schwierig, die irgendwo hinzuschicken. Sind wir ehrlich. Das habe ich mir gedacht, wenn du über 100 Stunden reingeballert hast, dass du deutlich weiter bist. Liebkosung der wahren Liebe, Zärtlichkeit, ein Ring eines magischen Ringpaars, der dem Träger erlaubt, den Zauber schützendes Band von der Kreatur zu erhalten, die den anderen Ring trägt. In Liebe verbunden, Tagebuch einer Ehefrau. Habe ich derzeit 92, ja, und ich bin irgendwie bei 35, also dass du jetzt weiter bist, hätte ich jetzt vermutet. Wobei ich am Anfang heute erzählt habe, tatsächlich, dass das nicht so viel aussagt. Weil ich dachte auch, hey, ich bin voll viel weiter und mit Akt 1 durch und so. Und jetzt habe ich von Bröki den Baldur's Gate Stream BOD geguckt. Und er hat einfach irgendwie nach 10 Stunden was gefunden, was ich nie gefunden habe. Einfach eine Ecke. Und da gibt es natürlich auch ein infernalisches Eisen. Jetzt war ich echt im Überlegen, ob ich dahin zurückgehe und mir das hole oder nicht. Ja, habe mich dagegen entschieden. Also, ja. Ja, das Spiel ist einfach so groß und es gibt so viele Geheimnisse, das ist unfassbar. Im 5. Jahr unseres Bündnisses mussten wir unsere bisher größte Hürde stellen. Meine Eltern wurden sehr krank und wir pflegten sie. Es war eine düstere, harte Zeit, ein Notfall jagt den nächsten. Vergangen waren die ruhigen Tage, in denen wir unsere Zeit uns selbst gehörte. Unsere Tage waren gefüllt mit Arbeit, uns und wenig anderem. In unseren düstersten Augenblicken fragten wir uns, ob wir das Ganze überleben würden. Aber unser Bund der Liebe war hartnäckig. Er konnte sich verbiegen und immer weiter verbiegen, aber er würde nicht brechen, ganz gleich, unter wie viel Druck er stand. Aha. Okay. Da ist ja noch ein Gerippe. Hier sind jede Menge Gerippe. Spielt sich auch noch jede Origin anders, dazu noch gefühlt bei jeder Quest eine Game-Changing Decision. Ja, es gibt zumindest viele Entscheidungen, ja, zu treffen. Also es gibt wirklich viele Entscheidungen, das Spiel reagiert echt auf viele Sachen. Ja. Bis jetzt bin ich immer noch sehr, sehr happy mit dem Spiel. Komme ich denn jetzt in das Haus der Heilung rein? Ich brauche einen Eingang, Leute. Übrigens spannend, dass das Haus der Heilung direkt neben dem Friedhof ist. Ah, da ist ein Eingang. All these dark crystals he has slain in battle. They must have a stronghold nearby or a temple. Welche Justiziar? Hä? Achso, die hier, oder was? Nee, da ist. Das sind zumindest Rüstungen. Aber ich will jetzt auch nicht nach einem dunklen Justiziaren suchen. Das war nicht der Goal. Hier geht's. Wer redet denn hier? Hier labert jemand. Hat das Skelett geredet? There is work to do. Shouldn't have wished to live in more interesting times. The fuck? Irgendjemand geredet. Hat ja Lojan. Wer hat denn jetzt geredet? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Heilhaus. Muss ich halt nicht. Kann ich hier hoch? Ich kann hier auch hoch. Sehr schön. Jetzt wird es ein bisschen an wie Elden Ring, wenn ich hier oben auf den Dächern rumkraxle. Wo geht's denn hier überall noch hin? Oh, das sieht jetzt aus nach der
Festung der, der dunklen Justiziare. Was? Ich hab Blurb gesperrt. Das war doch nie ein Thema, dass Blurb irgendwas in den Chat schreibt. What the fuck? So. Hier redet irgendwie jemand. Das muss ich jetzt doch mal gucken, wer hier redet. Hallo. Ich wollte mit dem Typ links reden, der hier steht. Ich habe ihn schon gesehen. Our hero thought but a treasure ahead. Ah, Raphael. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Ooh, spooky. Ich mag Carla. Hey, dann waren nicht weniger, ihr macht euch doch keine Sorgen um mich. Es geht jetzt bei dir ab, Xan. Wie lange habt ihr hier rumgestanden und diesen kleinen Vortrag eingeübt? Ja, das hört's gut an. It was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Oh, ich kann schon auf mich aufpassen, Raphael. Intrepid as ever. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Woher wisst ihr überhaupt, dass es gefährlich wird? My dear friend, I think you'll find I play my part in many a plot indeed. Cannot the same be said for you these days? True soul. Ach, so viel habe ich nicht verändert. Ich kenne meine Rolle auch, wenn ihr das nicht tut, ich muss Catherick töten. Setzt mich mal ins Bild. There is a stage down in the dark, upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long tired scenes. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Hm. Könnt ihr euch noch etwas klarer ausdrücken? Let's try. Hier mit göttlichen und so. Achso, und hier, Zirkel, können wir auch noch. Könntest du. Stimme des Zirkels überzeugen, immer gut. Let's go. Drück dich mal klar aus, mein Freund. Reicht das trotzdem? Reicht trotzdem. Ganz entspannt. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature, oh shit, who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course. Du bittest mich gerade um einen Gefallen, sehe ich das richtig? Ihr verratet mir nur die Hälfte von dem, was ihr wisst. Ich weiß es. Motive kenne ich nicht so gut. Aber es reicht. This creature and I go back a long way. I admit, it would be in my best interest as well, should it remain trapped in the dark. Das kennt also deine Geheimnisse demnach. Or misplace its head, perhaps? What are we talking here? Lemia? Pitfiend? Orthon? Getting warmer. Warmer. Hot. Das ist aber kein Feuerelementar, so ein Shit. Das ist wahrscheinlich was Intelligenteres. Die Kinder einer Bekanntschaft, die ich liebend gern machen würde. Habt ihr Angst vor dieser Kreatur, Raphael? Listen here, Pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor.
That much I owe the bastard to concede. Okay, der war ziemlich stark. And don't think I've forgotten your tale, Astarion. When the beast is dead, I'll consider that payment enough to translate those. Das kriegen wir auch noch dafür. Okay, nice. A fairer deal than I expect. Holy, ist der blutig. You wound me, Spawn. I always fairly. And we'll close this particular deal soon enough. Vanquish the beast and all will be revealed. Ich weiß nicht. Der manipuliert mich irgendwie zu viel für meinen Geschmack. Oh, schwarzer Oleander. Also für meinen Geschmack ist der wirklich hart am Grabplündern. Selenitenrobe. Nicht zu schwer zu mitnehmen. Okay, hier sind aber die Selenitenrobe gestorben. Das nehme ich aber mit. Nice. Und du wurdest ausgebuddelt. Warum? Warum wurdest gerade nur du ausgebuddelt? Da ist noch ein Erdtaub, den wir ausbuddeln können. Der irgendwie, glaube ich, falsch. Da fehlt eine Animation, die abgespielt wird, eigentlich. Und das auch. Wir müssen Grabräuberei hier. Nice. Silbermondohrring. Schattenherz ist doch was für dich. So ein Silbermondohrring. Da sehe ich dich doch. So, da war das, wo wir. Moment. Das ist nicht das Haus, wo wir waren, oder? Doch, das ist das Haus, wo wir waren. Sieht auf der Map komisch aus. Ja, ja, das ist das Haus. Sind doch die ehrlichsten Wesen allen vier Sphären, genau. Total ehrlich, immer. Lügen dich nie an für ihren eigenen Gewinn und so. Nie würden die dir irgendwie dich übers Ohr hauen, dir irgendwas nicht erzählen, was du jetzt gerade eingehst oder so. Nein, nein. Die sind komplett ehrlich. So, ich wollte aber eigentlich hier in das Haus rein. Das ist ja mein eigentliches Ziel. Übrigens, beim Kurzrasten kriegen wir den Elixierplatz nicht wieder. Den Elixierzauberplatz. Da geht's rein. Okay, hier sind irgendwelche Leute. Ich will da rein. Schloss knacken. Warum habe ich keine göttliche Führung? Kommt ihr rein? Lügen tun sie selten, eher sagen sie alles zweideutig oder unvollständig, ja. Ich habe noch keine Spellslots Elixiere verwendet. Ja, habe ich jetzt gerade. Also ich habe hier, deswegen habe ich so einen Stufe 2 Spellslot. Und ich habe vorhin geshortrested, den kriegt man nicht wieder. Weil es kein Dingenszauber, kein Hexenmeister Spellslot ist. 15 gesamt. Drowgift ist nichts für mich. Türkischen Bewegung wird durch schwieriges Gelände oder Zauber nicht verringert. Du kannst weder gelebt noch festgesetzt werden. Exil der nekrotische Resistenz. Das nehme ich. Moment, warum ist im Haus der Heilung so ein Haufen Gold? Wenn du Warlock-Spells. Ich bin gerade nach unten gegangen. Das wollte ich nicht. Aber anscheinend laufe ich jetzt nach unten. Never a dull moment. Wir speichern anscheinend mal, weil ich glaube, hier gibt es gleich eine Quest oder potenziell auch einen Fight. Hallo. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the Scalpel indeed is an extension of Shah. Oh, er ist auch ein Scharling. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Ugh. Das sieht mir nicht so mercyvoll aus. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand. For it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but matters none. Every student is welcome.
Ich werde dieses kranke Spektakel sofort stoppen. Das hat der Mann Falsches getan, dass er solche Folter verdient. Behold, sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Go on, acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Was, Abwesenheit? Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. A stinging truth, but a truth nonetheless. Das ist dein Glaube? Bist du irre? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness absence. But you, look how the succor of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Ich glaube, ich kann es nicht mal verhindern, dass sie mit mir fighten. Nee, da bin ich irgendwie dagegen. Überlegen, was das Schars Lehren weiß. Nachforschen, überzeugen. Die Schwestern sind doch nicht bereit. Sie machen mich krank, statt mich zu heilen. Wir sind überzeugend. Sie machen mich krank, statt mich zu heilen. Nice. Die sind viel zu unerfahren. Their incisions are, as yet, still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands. Damit ihre Hände sicherer werden. Uh-oh. Kein Studenten, sondern ein Meister. Sie brauchen ein besseres Subjekt zum Üben. Kein Studenten, sondern ein Meister? Moment. Ich versuche ihn jetzt zu überzeugen, dass die Schwestern ihn aufschneiden? Oder ich kann sie versuchen zu überzeugen, dass die Schwestern sich gegenseitig aufschneiden. Also ich glaube, sich gegenseitig aufschneiden kann ich ihn deutlich mehr überzeugen, als ihn aufzuschneiden. Ihn aufzuschneiden wird unfassbar schwer sein. Deswegen nehme ich, glaube ich, lieber sie gegenseitig aufschneiden. Yo! Ganz entspannt. Ich will nicht wissen, wie schwer dieser Antrag gewesen wäre. Yes, for are we not all in need of a cure? Alle einverstanden. The scalpel does not discriminate. Let each and every one of you partake in its soothing journey. Absent sisters, acquaint yourselves. Schneiden sie aber gegenseitig auf. When one sees one's teachings so lovingly taken to heart. Wenn Fanatiker sich wenigstens gegenseitig aufschlitzen, dann habe ich nichts damit zu tun. Sehr gut. You are to be commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you. Ich meine, du bist Marlos Horn, du bist der Bruder von dem Tunisuch, oder? Ich würde mich damit lieber eigenhändig vertraut machen, wenn ihr mir zeigt, wie es geht. Alter, das ist noch ein übel schwerer. Yes! Zeig mir mal, wie es geht. Dann mache ich mich so eigenhändig damit vertraut. Your diligence is exemplary. Very well. Your own scalpel you will be. Observe, then succeed me. Into the sucker of Shah. Schneidet er sie jetzt selber auf? Okay, wir müssen anscheinend nicht kämpfen. Aber holy, ist das dumm! Sag mal, hast du damit irgendwas zu sagen, Schattenherz, zu deinem verkackten Glauben? My day just improved. Did you want something?
Catherick Thorm, was haltet ihr von ihm? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Zwischen uns gibt's was. Ich werde mal was uns fahren. Wir sollten. Nee, ich will nicht getrennte Wege gehen. Danke, du bist meine Heilerin. Na gut, dann looten wir mal den ganzen Kram. Trapeniergerät. Ist das ein Dolch? Kurzschwert Finesse. 3 bis 8. Her mit dem Knochenbohrer. Klassenaktion. Rüste den Chirurgen mit einem giftigen Knochenbohrer aus, sodass er Knochenbohren des Schreckens wirken kann. Ein Zug lang. 3 bis 24. Karabasans Geschenk. Stark lähmendes Gift. Dir geht's, glaube ich, nicht so gut, mein Freund, ne? Hätte ich vielleicht erstmal heilen sollen? Weiß ich nicht. Wie lange hält denn das an? Okay, weggehen. Wird operiert. Nicht genügend Platz. Schloss knacken unmöglich. Kann ich's? Kann ich heilen? Hat ihn, glaube ich, jetzt nicht wirklich verbessert, oder? Nee. Hat ihn jetzt irgendwie nicht verbessert. Ist natürlich alles ein bisschen blöd. Stark lähmendes Gift. Keine Ahnung, was ich mit ihm mache. Künstlicher Egel. Her mit dem Blutegel. Rüste den Chirurgen mit einem aufgeblähten, beißenden Blutegel aus, sodass er Blutegel wirken kann. Was ist denn Blutegel? 7 bis 63 Schaden, tödliche Egel. What? Das sind fucking starke Sachen. Melithorm. Schlüssel. Ramponierte Laute. Aha. Welche Art. Genau, da haben wir nämlich die Laute von dem, die er spielen sollte. Chirurgenamulette unter Jochen. Lebend kritische Treffer. Einmal pro langer Rast kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Humanoiden landet, zieht zwei Züge lang lähmen. Abgrundkriecher, Holzrinde, Wyvernstachel. Vorratspaket kann man ins Lager senden. Ja. Was ich jetzt mit dem Patienten mache, weiß ich nicht so richtig. Ich würde ihn eigentlich ganz gern befreien, aber hier stand ja, ne? Nicht genug Platz, hinlegen, Schloss knacken unmöglich. Die Fesseln lösen. Wo auch immer der jetzt hinrennt. Okay, er ist hier rausgesprungen. Gut. Nicht mal ein Problem, wo der hinrennt. Okay, das ist eine spannende Variante, wie mein Charakter dort rankommt. An die Sachen. Flaschenregale überall. Da ist noch eine Schwester, die ist auch schon tot. Spritze. Geworfen. Her mit der Spritze. Es wird nicht wehtun wirken können. Die Dinger sind übel krass. Aber ich glaube, du brauchst dafür irgendwie 3 Runden Vorbereitung. Abgetrennter Arm. Retro-Nekrologie. Diese rufschlägige Schriftrolle enthält eine Totenliste. Schlachtopfer, um genau zu sein, sie ist mit 986 TZ datiert, rund ein halbes Jahrtausend alt und ist von einem Malus Form gezeichnet. Das ist der Typ, den ich gerade getroffen habe. Tidos Kraft, Justitia, Enthauptung, Glauben, Blutverlust, Schädelbruch erhält. Es folgen hunderte von Einträgen, im Index finden sich zahlreiche Plündergegenstände, Dolche, Nadeln, Juwelen aller Art. At the ready.
Okay. Da liegt noch eine Schwester, die auch tot ist. Knochensäge. Karlach. Trag mal mein Loot. Haben hier noch ein paar Bücher. Wo vielleicht irgendwas drin ist, was man nützlich kann. Der Preis des Stolzes. Eine Niederschrift von Catherix Holmes Rede an seine Truppen von seinem Sieg über die Druiden und Hafner. Nehmt das, ihr da, nehmt mir das ab. Das ist Gold, Freunde. Sollen alle unter euch, die nur Gier und Feigheit kennen, mein Gold nehmen und gehen. Es reicht, um euch im Winter zu wärmen. Doch in den kalten, einsamen Wintern, die kommen werden, werdet ihr in die gekauften Flammen im erworbenen Kamin blicken und einen erkauften Frieden erblicken. Und dann werdet ihr erkennen, dass dieser Ruhestand euch euren Stolz gekostet hat. Macht nur, greift zu, nehmt es und geht. Jene von euch, die keine Angst haben und ich, wir werden euch nicht aufhalten. Doch wir werden euch keinen Winter kennen, in dem die Münze der Reue allzu bereitwillig ausgegeben wird. Stattdessen werden wir Blut kennen und Zorn und einen Triumph, der einer Flamme würdig ist, welche nur mit dem Himmel zu vereinen ist. Das schwöre ich. Uns gegenüber steht eine Gruppe von Narren. Lasst sie unsere Bankschatzkammern sein. Lasst sie uns vernichten, meine Freunde. Lasst uns reich an Schreien werden. Okay. Okay, Dude. Whatever. Ich muss ein bisschen drunter gucken. Ich glaube, das Haus der Heilung habe ich jetzt eigentlich schon untersucht, soweit wie ich müsste. Aber hier gibt es bestimmt noch mehr Geheimnisse. So wie bei den anderen Sachen ja auch. Hallo. Das ist viel zu riesig. Um einfach da fertig zu sein. Hier geht es nur noch... Moment. Nee, das ist... Da war ich schon. Dull. Weiter rangezoomt, ist es echt schwierig, sich zu bewegen. Silbertablett. Holzregal. Da ist noch jemand. Da ist noch eine Schwester. Oh shit. Noch eine Schwester. Ja, wir haben gerade dafür gesorgt, dass deine Boss sich komplett selbst zerstochen hat. Du bist die Empfangsdame. Jetzt raff ich das erst. The doctor is absent today. Come back another time. Das ist okay für mich. Wenn das deine Aktion, deine Ansage ist, das ist okay für mich. Eigentlich eine Doppeltür. Ist der normale Eingang oder was? Wenn du in die Stadt, glaube ich, in den Stadteingang reinkommst, okay. Ist alles noch Haus der Heilung hier, ne? Silbertablett, Knochen. Ich nehme jetzt nicht die ganzen Sachen mit. Knochensägen überall, Silbertablette überall. Oh, Moment, ein Händler? Servus. Was handelst denn du? Found oblivion. Well, no time to mourn. I'll fix this without him. That body she's working on. That's Arabella's father. Oh, fuck. Warum behandelt ihr eine Leiche? Not dead. Merely medicated. To ease the pain. Die Leiche leicht anstupsen. Das ist schon eine ganze Weile im Geruch nach. Täuschen. Wie ich sehe, schläft der Patient Friede. Ich denke, eure Arbeit hier ist getan. Machen wir es halt so. Weil wir sind ja ein Täuscherler. Ja, passt. Perfekt. Also ich habe plus 10 auf Täuschen, Xan. Nicht auf Überzeugen. Ich bin eher der Täusche, Überzeugen ist ein Nebenprodukt. Yes. I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Können ja ein paar Vorräte kaufen. Now, but you're welcome to look. Ja, ich nicht. Purpurwurmgift. 1d10 Giftschaden. Überziehe deine aktive Waffe mit Gift, das zusätzlich 1d10 Giftschaden. Bonusaktion. Karabasans Gift, das ist die wir, glaube ich, schon bekommen haben. Mit Gift. Haben wir doch zumindest vorhin bekommen, oder?
Ich muss zu weit scrollen. Hä, wir hatten doch vorhin Gift, oder? Echt doof. Ja, Karabasans Geschenk haben wir. Das ist nicht Karabasans Gift. Ja, ja, ich bin kein Bader, ich weiß. Überzieht deine aktive Waffe mit Gift. Wenn du einen Gegner triffst, muss er einen SG-30 bestehen oder er ist gelähmt. Wyverngift, Schlangenzahntoxin, Gift auf der Waffe, Schweinebraten, ist klar. Trank der mächtigen Heilung, das würde ich, glaube ich, ganz gerne mitnehmen. Heiltränke, Trank des Federfalls, glorreicher Sprung. Ja, wenn, dann würde ich das gerne mitnehmen. Die Frage ist, was gebe ich dir dafür? Säurefiole. Auch Pulverbombe. Alchemistenfeuer. Sporn der Hast. Vielleicht machen wir einfach mal sowas hier. Das. Das auf jeden Fall nicht. Das Favorite-Glöckchen will ich behalten. Bücher, irgendwelche komischen Abhandlungen, verwitteltes Meisterset, ja, das brauchen wir auch nicht, glaube ich. Bagidas, Tagebücher ist immer ein bisschen ein anderes Thema. Ja, Geheimgesellschaften. Liebe, Tagebuch der Ehefrau, halt es ein Tagebuch, getreuen Siluns. Jockels Enzyklopädie, Korsan von Luskan. Rindenhautrezept kennen wir schon. Schriftrolle mit Hinweisen. Charitentagebuch. Eine Abhandlung. Steinmetzprotokoll. Tagebuch der Priesterin. Tagebuch. 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 Das hier haben wir noch. Ja, wir können einfach auf Ausgleichen klicken. Nee, die Spritze kann sie auch noch haben. So. Nee, du musst dich nicht mehr um den Patienten kümmern. Ich habe mich darüber überzeugt, dass der ready ist. Locker und korrumpieren. Geh mal weg. Teachings live on. I will... My faith protects me. Kann ich jetzt mal mit denen reden? Stört das jemanden? The corpse regards you lifelessly. Wie seid ihr gestorben? Surgeon. Sisters. Woher kommt ihr? Okay. Das ist der Vater von ihr, oder? Betrayed. Run. Okay, Zephlo hat sie verraten, die Tieflinge. Das ist ja bitter. Wo ist Zephyr jetzt? Okay, das ist natürlich beschissen. Ja, Vater von Arabella. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und du bist auch dead, ne? The corpse does not respond. Oder ist sie nicht tot? Komiras Medaillon. Nehmen wir mal mit, weil ich vermute mal, Arabella wird das nicht gut finden, aber sie wird wahrscheinlich zumindest das Medaillon wieder haben. Moment, können wir, ihr könnt auch noch looten, oder? Ne? Das sollte ich nicht vergessen. So als Andenken. Na gut, da hat eine Kartoffel dabei. Da ist ja nicht so viel zu holen. Ich habe ja auch auf Reden geklickt. Danke. Also im Grunde kriege ich die ganze Zeit das Level-Up-Ding angezeigt. Nach Baldurs Tor gelangen. Eine alte Karte in druidischem Stil, offenbar von verborgenen Wegen aus der Smaragd-Enklave. Als Ziel ist Baldurs Tor angegeben und eine Anmerkung lautet, nehmt nur mit, was ihr tragen könnt. Geht über den Gebirgspass, wenn jemand hinfällt, lasst ihn liegen. Ihr könnt es euch nicht leisten, durch zusätzliche Last aufgehalten werden. Viel Glück. Okay. Hauptbuch des Heilers. Inventar des Reitwind Heilers mit zahlreichen Umschlägen, Toningen und Tränken. Zuletzt gab es offenbar erhebliche Nachschubprobleme. Auf dem Einband steht in schwarzer Tinte nur Justiziare, keine Ausnahmen. Okay, es war eigentlich mal ein Haus der dunklen Justiziare, also der Char-Anhänger, aber das sind ja irgendwie immer noch. Spieluhr? Geige.
echt. Nimm das mal mit. Vielleicht kann ich das noch benutzen. Vielleicht kann man auch das dem Typi vorspielen und den somit aufwecken. Ich habe die Musicbox, das ist das erste, ich finde, muss ich ehrlich sagen. Oh, ein Ball. Werfen! Oh, ich dachte, Kratzer reagiert da drauf. Schade. Herbstkrokus, Belladonna, Sumpfgras, Wermut. Ja, nehmen wir alles mit. Können wir ein bisschen was craften mit. Also ich glaube, wir haben uns jetzt sehr viele negative Fights erspart, indem wir sie einfach überzeugt haben, selbst in den Freitod zu gehen. Da war ein Wetteinsatz-Ding. Oh, bin ich wieder auf dem Dach. Will ich auf dem Dach sein? Hier ist noch eine Tür. Was ist das denn für eine Tür? Komme ich einfach außen rum, ne? Lalalalalala. Hallo. Guten Tag. Bin ich denn jetzt gelandet? Bibliothek der Akten. Tod und Göttlichkeit. Wo sind wir jetzt denn hängen geblieben? Vergoldet, Ruhe leer. Moment, hier war ich schon? Anscheinend war ich hier schon. Habe ich irgendwie verpeilt? Habe ich die Orientierung verloren, muss ich ehrlich sagen. Nehmen wir mit. Bücher rein, irgendwelche Zaubersprüche. Nice. Und die Herren des Wahnsinns. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht mehr den ganzen kleinen Kram mitnehmen. Nice. Noch eine Person festhalten, Schriftrolle. Das ist ziemlich gut. So, und auf der Seite war ich aus irgendeinem. Achso, nämlich aus denen habe ich runtergeklickt, ne? Das war das Problem. Ein Silbermesser nehmen wir aber auf jeden Fall noch mit. Operationsbesteck. Rüstung. Das Gefühl ist, zeigt manche Sachen falsch an. Aber nur so ein kleines Gefühlchen. Nee. Nee. Bücher rein. Yes. Schreibtisch, Schlüssel zur Krankenhausbibliothek. Dann komme ich hier vorne raus, oder was? Hier. Was habe ich denn davon? Ja, okay, kann ich raus. Ich glaube, wir müssen aber mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal für kleine Bands. Bin gleich wieder da.